Ein Mann krempelt das Denken der Menschen um. Sein Beruf? Philosoph. Sein Name? Immanuel Kant. Sein Motto? Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ganz schön gewagt damals. Geboren wurde Kant vor 300 Jahren in Königsberg. Aber was er denkt, ist heute mindestens so aktuell wie zu seiner Zeit. Er war kein verkopfter Schreibtischphilosoph. Er war sehr neugierig auf die Welt. Kant hat als erster die Ansicht vertreten, wir sollten miteinander verbunden sein. Kant hat schon gesagt, dass wir das Unrecht, das an einem Ort des Planeten stattfindet, überall spüren. Und genau deshalb ist Kant gerade jetzt so wichtig. Immanuel Kant entwickelt seine Ideen im alten Europa. In einer Welt absolutistischer Herrscher verlangt er, dass wir selbstständig denken sollen. Das ist eine Botschaft von Kant. Habt weniger Angst, habt Mut. Leichter gesagt als getan, denn ein falsches Wort gegen die Herrschenden konnte schwerwiegende Folgen haben. Nichts deutet darauf hin, dass Kant einmal zu den bedeutendsten Denkern der Geschichte werden, dass er mit seinen Ideen die Philosophie für immer verändern würde. Denn er kommt aus einfachsten Verhältnissen. Sein Vater, Handwerker. Seine Mutter hat nicht mal eine Schule besucht. Immanuel wächst als viertes von 11 Kindern auf und früh fällt auf, dass der Junge sehr intelligent ist. Die Chance, nach oben zu kommen. Soziale Aufstiege über Begabungen waren eigentlich interessanterweise immer möglich. Allerdings musste man da schon brillieren. Schule und Studium schafft Kant spielend. Finanzieren tut er das eine Zeit lang auf ungewöhnliche Weise. Unter anderem als erfolgreicher Billardspieler. Aber vor allem interessieren ihn die Philosophie, die Metaphysik, Mathematik und Naturgeschichte, die Astronomie. Ein Universalgelehrter. Dabei verlässt sich Kant ganz auf die Kraft des Denkens, auf die Vernunft. Denn er glaubt fest daran, dass die Menschen sich zusammen als Gesellschaft aufklären können. Zu Kants Zeit gehört Königsberg zu Preußen, mit Berlin als Hauptstadt. Heute heißt die Stadt Kaliningrad und ist Teil Russlands. Kant verlässt seine Stadt fast nie. Aber Königsberg ist als Handelsstadt an der Ostsee mit der großen, weiten Welt verbunden. Kants kometenhafter Aufstieg zum intellektuellen Star beginnt spät. Mit 57 veröffentlicht er sein Hauptwerk, die Kritik der reinen Vernunft. Bald schreibt er einen Bestseller nach dem anderen, wird ziemlich reich und verkehrt in den höchsten Zirkeln der Gesellschaft. Wohl kein anderer Philosoph hat das moderne Denken bis heute so geprägt wie er. Gerade mal 1,57 groß ist dieser kleine Mann aus Königsberg bis heute für viele Philosophen und Philosophinnen der Größte. Ich werde mein Leben lang Kantianerin sein. Übrigens, auf manche seiner Zeitgenossen wirkt Kant schon früh ein wenig schrullig. Einer, der sich jeden Morgen um 4:45 wecken lässt, 2 Tassen Tee trinkt und eine Pfeife raucht, von 7 bis 9 unterrichtet und ab 9 bis 1:15 nachdenkt und schreibt. Und nachmittags spazieren geht. Auf die Minute zur gleichen Zeit. Jeden Tag. Zu Kants Lebzeiten ist man umgeben von lauter Autoritäten. Der König, das Militär, die Kirche. Die meisten Leute tun, was ihnen von oben verordnet wird. Auch aus Angst. Menschen wurden mit Hinrichtung gedroht, mit Verbannung. Menschen wurden ins Gefängnis geworfen. Das passierte in ganz Frankreich, vielerorts in Deutschland und England. Es gab viele Dinge, die wesentlich schlimmer waren als ein Twitter-Shitstorm. Und da kommt Kant daher und stellt das Denken der Menschheit auf den Kopf. Was er fordert, ist eigentlich simpel, aber mutig und produktiv. Das eigene Gehirn nutzen, statt irgendwelchen Vorgaben zu folgen. Sapere aude,
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dieses Selbstdenken ist auch etwas, was uns eben gerade herausbringen soll aus gewissen Komfortzonen, wo wir uns die Dinge nicht leichter machen dürfen, als sie sind. Und viele Dinge erfordern Differenzierungen, erfordern Selbstkritik, erfordern Demut. Selbstdenken nach Kant heißt aber auch Debatte, Gespräch, Auseinandersetzung mit anderen Meinungen. Genauer hinschauen, was es eigentlich bedeutet, selbst zu denken. Es bedeutet nämlich, mit anderen zusammen zu prüfen, ob das, was wir für richtig halten, auch haltbar ist. Und das meint er auch. Kant sagt: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit, na gut. Aber Moment mal, wieso eigentlich selbstverschuldet? It's partly our own fault. Es ist zum Teil unsere eigene Schuld. Damals, als Könige, Herzoge oder wer auch immer die Macht hatten, da wurde diese Feigheit verstärkt, auch von der Kirche. Und Kant sagt, die Vormunde behandeln die Menschen wie Hausvieh, wie dumme Tiere. Und die sind zahm und viel leichter zu kontrollieren. Das ist natürlich eine ganz radikale Botschaft. Kant beobachtet den Sternenhimmel und macht eine faszinierende Entdeckung. Nein, kein neuer Planet, auch keine Außerirdischen, von deren Existenz er übrigens fest überzeugt ist. Beim Blick ins Unendliche, in den bestirnten Himmel, wie er sagt, spürt Kant eine zweite Unendlichkeit. In sich selbst. Etwas, das ihn, den Menschen, von den Tieren unterscheidet. Sein moralisches Gesetz. Das bringt er auf eine Formel, von der die meisten vielleicht schon einmal gehört haben. Den berühmten kategorischen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Schon wieder eine revolutionäre Forderung. Okay, nachzudenken, was unser Handeln für andere Menschen bedeutet, die Idee ist nicht ganz neu. Neu ist, dass Kant ohne übergeordnete Moralinstanz auskommt. Und damit ohne Gott. Dass Menschen aus Vernunftgründen erkennen, was richtig ist und was falsch ist, dass sie sich selbst befragen und nicht eben auf göttliche Autoritäten schon wieder abstellen. Seitdem ist nichts mehr, wie es vorher war. Auf der Vernunft des Menschen ruht nun ein ganzes Denkgebäude und zugleich eine riesige Verantwortung. Kant gibt uns drei Formulierungen des kategorischen Imperativs. Und ich denke, die wichtigste ist, handle so, als ob jeder Mensch ein Zweck an sich wäre. Das heißt, man darf niemals jemanden nur als Mittel benutzen, niemals Menschen instrumentalisieren. Das ist viel schwieriger zu befolgen, als es klingt. Kants Bekenntnis zur Menschenwürde. Philosophie ganz politisch. Die Welt, in der Kant lebt, wird 1789 tief erschüttert durch die Französische Revolution. 1700 Kilometer von Königsberg entfernt wird in Paris die Bastille gestürmt. In Frankreich rollen Köpfe für die Freiheit und ein besseres Leben. Und Kant? Kant teilt Ideale, die die Französische Revolution befeuert haben. Die Idee der Gleichheit, der gleichen Freiheiten, des Republikanismus, dass Menschen grundsätzlich auch politisch mündig und fähig sein dürfen, sich selbst zu regieren. Auch wenn Kant Umstürze und Aufstände eigentlich ablehnt, jetzt kritisiert er ganz unverblümt die Vorrechte der Adligen, die Bevormundung durch die Kirche und den Kolonialismus. Eine gerechtere Welt scheint möglich. Kant will, dass seine Philosophie praktisch wirksam wird. Für ein besseres Leben, für die Freiheit. Mit politischen Folgen bis heute. Ich glaube, Kants Philosophie ist die einzige Grundlage für eine lebende, liberale Linke. Und die Werte, die wir heute so dringend brauchen, hat Kant alle schon benannt. We're all there in Kant. Und das, glaube ich, ist ein unglaublich anspruchsvolles Erbe,
das uns vielleicht auch, wenn wir ehrlich sind, auch beschämt, weil wir in vielen Dingen diesem Anspruch nicht gerecht werden. Vor allem mit Blick auf die globale Gerechtigkeit. In den Beziehungen zwischen dem globalen Norden und dem Süden gibt es viele Ungerechtigkeiten. Vor allem die Politik internationaler Finanzinstitutionen, die den Neoliberalismus in Afrika eingeführt haben. Dieser Neoliberalismus hat in etlichen afrikanischen Ländern zu Gier geführt, zu Landraub und Korruption. Das ist eine Ungerechtigkeit. Kant würde sagen, das ist eine Verletzung seines kategorischen Imperativs. Die wenigsten, die heute für Frieden demonstrieren, werden wissen, Sie können sich auf Kant berufen, denn er brennt leidenschaftlich dafür, Kriege zu verhindern. Kant ist schon über 70, als er seine Gedanken zum Thema in der Schrift Zum ewigen Frieden formuliert. 1795 ist das radikal modern, in einer Zeit, in der Kriege an der Tagesordnung sind. Er setzt auf Verträge zwischen den souveränen Staaten. Für die damalige Zeit war das sehr progressiv. Heute müssen wir sehen, dass die bilateralen Verträge nicht ausreichen, insbesondere wenn eine Seite wie Russland ihre eigenen Verträge von gestern auf morgen annulliert, sondern wir brauchen dann schon, was Kant eben auch möchte, internationale Kontrollen. Ja. Kant hat selbst 3 Kriege erlebt und die russische Besatzung in Königsberg. Er weiß, was Krieg bedeutet. Radikal an seiner Schrift sind vor allem die Forderungen, die er aus diesem Ideal eines Weltfriedens ableitet. Und diese Forderungen sind in heutiger Sicht genauso unerfüllt wie damals, dass Staaten sich so weit vertrauen und Vertrauensverhältnisse aufbauen, dass sie keine stehenden Heere mehr unterhalten, die als Bedrohung für andere gelten. Also das sind auch heute noch utopische Vorstellungen. Zugegeben, Kriege gab und gibt es auch noch lange nach Kants Tod. Und dennoch. Kants Gedanken klingen fast wie eine Anleitung zur Gründung der Vereinten Nationen, 150 Jahre nach seiner Friedensschrift. Zumindest ein ernsthafter, in Ansätzen erfolgreicher Versuch, Frieden in der Welt zu sichern. Kant lebt zwar in der Zeit der Aufklärung, aber, so stellt er fest, nicht in einer aufgeklärten Zeit. Und auch er selbst ist kein aufgeklärter Mensch. So modern viele seiner Gedanken auch sind, so krass liegt er in manchen Punkten daneben. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Besonders erschreckend, Kant verknüpft in seiner Theorie der angeblichen Menschenrassen äußerliche Merkmale mit intellektuellen und moralischen Eigenschaften. Für ihn sind die Native Americans, die sogenannte rote Rasse, unfähig zur Kultur. Das heißt, sie kommen im Grunde nicht einmal über den Naturzustand hinaus. Die Schwarzen sind nur zur Kultur der Sklaverei fähig. Nicht zu einer fortgeschrittenen Kultur. Und die sogenannte gelbe Rasse, unter anderem Ostinder und Chinesen, können keine höhere Kultur entwickeln. Kant denkt, dass nur Westeuropäer all die Talente und Antriebe haben, um die Menschheit mit Blick auf ihre moralische Bestimmung zu verwirklichen. Da kann es eigentlich nur eine Antwort geben, geht gar nicht, Professor Kant, und widerspricht doch in allem Kants Idee des Universalismus. Der Idee, dass die Würde des Menschen sich aus seiner Vernunftfähigkeit ableitet. Machen diese rassistischen Äußerungen Kants Philosophie und sein Gerechtigkeitsdenken zunichte? Wenn wir uns seine Theorie als Ganzes anschauen, viele Kant-Forscher sagen mit Blick auf den Kern von Kants Philosophie, diese Ideen von verschiedenen Rassen sind ziemlich peripher. Wir beurteilen Kant auf der Grundlage dieses Kerns, der Konsistenz seiner Erkenntnistheorie, Ethik und Metaphysik. Tatsächlich, in seinem Spätwerk tritt Kant für die Gleichberechtigung aller Menschen ein. Nimmt er damit seine rassistischen Äußerungen von früher zurück? In der Kant-Forschung ist das umstritten. Klar ist, in diesem Punkt hängt er fest im Denken seiner Zeit. Das gilt auch für Kants Antisemitismus und seine Geringschätzung der Frauen.
Dennoch, als alter Mann fordert Kant radikal modern ein Weltbürgerrecht. Ein globales Besuchsrecht für alle Menschen. Und vor allem, Geflüchtete sollen nicht abgewiesen werden. Kant hat damals gesehen, was im 20. Jahrhundert als Selbstverständlichkeit leider nicht mehr akzeptiert wurde, dass jedem Staatsbürger erlaubt sein muss, sein Land zu verlassen und irgendwo anders ein Unterkommen suchen darf, wenn man ihn aufnimmt. Und es wäre toll, wenn die Welt sich erinnern würde, dass das eigentliche Selbstverständlichkeiten sind. So utopisch Kants Vorstellungen vom ewigen Frieden, Weltbürgertum und Gerechtigkeit klingen. Ein Träumer ist er ganz sicher nicht, im Gegenteil. Er blickt nüchtern auf die Realität. Das geht nur, weil er auf die Hoffnung setzt. Die Frage ist, wie Kant Hoffnung verstanden hat. Er verstand sie nicht als Gefühl, er verstand sie als moralische Verpflichtung. Ein Postulat der praktischen Vernunft ist im Sinne von, wenn wir überleben und weitermachen wollen, brauchen wir sie, auch wenn manchmal nichts für diese Hoffnung spricht. Das Schlimmste passiert, wenn wir die Hoffnung aufgeben. Hoffnung ist genau das, was man braucht, wenn man der Verzweiflung nahe ist. Fassen wir es einmal so zusammen. Solange wir nicht wissen, dass alles keinen Sinn hat, unser Bemühen um Gerechtigkeit und Frieden, so lange müssen wir es versuchen, findet Kant. Klingt nach einer ziemlich guten Idee.